Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Herzlich willkommen bei Wertvoll kochen. Mein heutiger Gast ist der Roman Pfaff. Hallo Roman, ich grüße dich aus dem Löwen in Altheim. Ganz interessantes Haus. Von der Mama direkt jetzt übernommen, gell? Ja. Genau. Ja, genau. Ich kenne die Mama recht gut. Und wir kochen heute, stelle unser Gericht vor. Ich habe eine vegetarische Vorspeise mitgebracht und dafür machen wir zweierlei Kürbis. Okay. Einmal machen wir den Butternusskürbis als Carpaccio und roh. Mhm. Und was du hast, den Hokkaido-Kürbis, machen wir als Ofenkürbis. Mhm. Und dazu haben wir noch einen schönen Alpkäse aus der Region. Machen wir ein bisschen Späne oben drauf, ein paar karamellisierte Kerne und ein bisschen Salat. Super, Kürbis, sehr gut. Fangen wir direkt an, oder? Ja. Also ich würde, du kannst schon mal den Hokkaido-Kürbis, kann man gut mit Schale benutzen. Jawohl. Hat immer einen schönen faserig, also ein bisschen saftiges Fleisch, ein schöner, fruchtiger Kürbis. Den machen wir als Ofenkürbis. Ich würde nebenher vielleicht schon mal die Kerne rösten, die wir nachher benutzen, Jawohl. Dass die schon mal in den Ofen kommen. Ja? Gut. Also beim Kürbis halbieren immer etwas Vorsicht. Dosierte Kraft. Ja, ich habe ja Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Da machen wir einfach ein bisschen was ins Blech. Ich röste eigentlich immer gerne im Ofen, weil dann hat man es irgendwie besser im Griff. Und in der Pfanne verbrennen, werden sie oft so punktuell ein bisschen dunkel. Im Ofen werden sie schön gleichmäßig braun. Kann man gut im Ofen machen. Ich mache die einfach in den Ofen, 180 Grad Umluft. Okay, super. Jetzt gucken wir mal wunderbar. So 10 Minuten. Dann mach ich mal die Kerne raus. Ja, kannst du die Kerne rausmachen. Den Schwungofen unten auch weg. Jawohl. Und dann schneiden wir mal Schnitze und dann gucken wir weiter. Oh Gott. Ich stelle jetzt mal so 10 Minuten ein. Oder machen wir mal so 8 und gucken wir mal danach. Beim Hokkaido-Kürbis kann man ganz klar die Schale mitverwenden. Man kann sie auch wegmachen. Du machst jetzt in dem Fall mit. Ja, mit. Ja. Ich mach's auch gern ohne, aber das ist eigentlich jeden überlassen. Die wird schön weich auch. Und also jetzt, wenn man zum Beispiel Suppe macht oder so, gibt es natürlich auch ein bisschen bessere Farbe. Auch eine schöne Farbe und bindet auch ein bisschen besser oder so. Aber jetzt für unseren Ofenkürbis, das passt gut. Also es wird schön weich. Wunderbar. Ich würde nebenher den Butternuss schon mal anfangen. Jawohl. Ich mache das auch mit dem Sägemesser. Ich finde es immer gut bei so einem harten Kürbis zum Schälen. Ich nehme jetzt nur das obere Teil. Also unten ist ja dann das Kerngehäuse drin. Aber ich nehme jetzt nur das obere Teil. Ja, das ist wie ein schönes Fruchtfleisch. Also es ist fest, so leicht süßlich und für unsere Carpaccio ist dann schön zum Hobeln. Sehr und schön. Den unteren Teil, den kann man dann auch mal für eine Suppe verwenden oder so. Okay, super. Wir verwenden alles. Wir kochen alles zusammen. Wichtig. Gut. Genau, erzähl mal, wie bist du zum Kochen gekommen? Ein bisschen. Bei der Vorgeschichte mit der Mama? Ja, ich bin so ein bisschen. Ist man schon sehr involviert natürlich. Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen. Ich wollte schon immer in die Gastronomie, aber ich war jetzt nicht so der klassische, der von Anfang an Koch werden wollte. Auch meine Mutter hat uns eigentlich relativ gut aus der Küche rausgehalten als Kinder. Wir wollten eigentlich immer was machen, aber dann hat sie immer oft gleich übernommen, wenn es nicht so gelaufen ist, wie sie wollte. Da hat sie aber recht gehabt. Schnell selber. Da hat sie aber recht gehabt, wenn sie euch aus der Küche herausgehalten hat. Ja, aber sonst, ich meine, die Mama, da hat sie recht gehabt. Das ist schön, in der Wirtschaft aufzuwachsen und dann. Es ist schön, in der Wirtschaft aufzuwachsen. Ich finde schon, da ist immer was los. Also klar, es hat auch Nachteile, aber meine Eltern waren immer zu Hause. Wenn ich irgendwas gebraucht habe, waren sie da. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es ist immer Leben in der Bude. Ja, wenn man dann auch drin wohnt und so, ist das eigentlich schon okay, denke ich. Ja, das ist bei uns so. Man kann das schon auch sehr familiär machen. Wenn die Mama euch ein bisschen getrennt hat vom Business, finde ich das eigentlich sehr gut. Hat sie alles richtig gemacht, die Mama. Ja, und dann habe ich eigentlich, ich war immer so Richtung Selbstständigkeit in der Gastronomie wollte ich. Jawohl. Und dann war irgendwann so die Entscheidung nach der Schule, dass ich mal anfange mit einer Kochausbildung, weil es da einfach eine super Basis ist für alles in der Gastronomie. Und dann war es eigentlich so in der Kochausbildung selber, wo man dann einfach immer mehr Gefallen dran gefunden hat, dass es einfach ein schöner Beruf ist, dass man da Spaß dran hat. Und so also ist einfach gekommen. So reingewachsen? Ja, ein bisschen. Also klar ist es irgendwo gegeben von der Mutter dann auch, aber es war jetzt nicht so, dass ich das vom Kind auf Koch werden wollte. So war es jetzt nicht. Okay. Ja. Ich würde jetzt hier noch halbieren. Gut. Das ist sehr fest. Hast du wieder Blech?
Kommt das mit dazu oder ist das Das marinieren wir noch. Du könntest mir da nochmal vielleicht halbieren und noch dann so Stücke runterschneiden, dass wir wie so kleine Würfel haben. So kleine Schnitze, schau mal her, Modell Carola. Bist du zufrieden so? Oder nochmal halb durch? Dann haben wir so vielleicht so schräg halbieren. Nochmal schräg durch. Dann rollst du ein bisschen chaotisch sein. Kannst alle in die Schüssel machen. So unregelmäßig sozusagen. Unregelmäßig, genau. Ich würde dir den Kürbis einfach mit so einer Mandoline, muss mal gucken, ob die gut eingestellt ist, einfach dünn runterhobeln. Möglichst dünn, dass es noch schöne Scheiben gibt. Das passt eigentlich ganz gut. Können wir ruhig so ein bisschen was machen. Gut, funktioniert auch mit jedem Haushaltshobel. Ja, genau. Mandoline ist Fachsprache für einen Hobel in der Gastro. Aber es funktioniert auch mit jedem, ja, Vorsicht auf die Finger bitte. Funktioniert auch mit jedem haushaltsüblichen Hobel. Gut. Ja, ich denke, und jetzt im Betrieb. Ja. Küchenstil, was kochst du gerne? Weil du hier ein vegetarisches Gericht mitgebracht hast, finde ich außerdem sehr schön. Ich versuche vegetarische Sachen sehr toll. Also wir haben eine relativ kleine Karte und da versuchen wir, haben eigentlich immer ein vegetarisches Hauptgericht und eine vegetarische Vorspeise. Okay. Aber versuchen wir dann schon auch immer was Interessantes zu machen und viele Vegetarier danken es mir, dass man jetzt nicht nur Spätzle und Soße kriegt oder Käsespätzle, dass da irgendwas Interessantes dabei ist. Es ist leider in der Gastro immer nur so, dass die vegetarischen Sachen und die veganen Sachen schon etwas eigentlich hinten angeschult werden. Und ich finde, eigentlich gehört es mittlerweile nach vorne. Ja, und man kann ja interessante Sachen machen. Man kann ja zu allem Vegetarischen, das ist ja sehen wir jetzt, was wir jetzt miteinander kochen, ob ich dort dann zum Schluss Beispiel jetzt eine Jakobsmuschel oben drauf setze oder du fetzt ein Fleisch oder Fisch dazu, das wäre ja völlig egal. Also, naja. Ja, aber so vom Küchenstil würde ich sagen, ich sage immer, wir versuchen aus dem regionalen Zutatenpool was Interessantes zu kochen. Also jetzt nicht unbedingt regionale Gerichte, ja. Aber halt regionale Zutaten, um die ein bisschen interessant zu gestalten. Und das also nicht diese klassische Mainstream-regionale Sache, wo man sagt, wir kochen einfach nur Schwäbisch oder Bayerisch oder so. Nee, so würde ich nicht sagen. Du nimmst die Zutaten immer aus der Region, genau. Veränderst die dementsprechend ein bisschen. Ja. Also gerne auch so ein bisschen internationale Küche, so ein bisschen Worldfood-Küche nenne ich es jetzt ja, einfach mal. Ja, vor allem also den Gewürzen kann man super gut international unterwegs sein, ohne da jetzt, jetzt zu sehr abzuschweifen vielleicht, ums Produkt einfach die regionalen Produkte dann nicht sein zu lassen. Sein. Okay. Genau. Ja, hört sich aber spannend an, sehr schön. Ja. Ich mache jetzt hier noch mit dem Butternusskürbis, ich habe hier so einen Sushi-Essig, den nehme ich manchmal gern, das ist so ein Eichenreisessig, aber er hat auch eine leichte Süße und schon ein bisschen Salz drin. Ich mariniere den jetzt einmal ein bisschen damit. Das ist der klassische Sushi-Essig. Genau, ja. Der gibt dem Sushi ja immer diesen, wie du schon gesagt hast, diese Süße, diese leichte. Ja, das ist eine Süßsäure schon, ne? Naja. Für manche Sachen ist es schon ganz gut. Ich mariniere den jetzt einfach ein bisschen. Den lassen wir da mal stehen, weil den essen wir nachher roh. Aber durch den Essig wird er so ein bisschen schon mal mürbe. Den können wir zurück so ein bisschen marinieren. Das ist auch beim Sushi, was das Entscheidendste beim Sushi ist. Ist der Reis und das ist einfach auch die Temperatur vom Reis. Ah. Wenn du schon mal in ein kaltes Sushi hast, das ist grausam. Das geht überhaupt nicht. Ja, meinst du, das hat so Raumtemperatur? Ja, die Raumtemperatur. Mhm. Die Temperatur ist beim Sushi extrem wichtig. Und dann natürlich, wie du jetzt sagst, die Säure, Säure, Süße mit dazu. Aber Temperatur beim Sushi ist das A und das O. Aha. Gut, wir würden dem Ofenkürbis geben jetzt noch eine Marinade und schmeißen in den Ofen. Und dann kann das schon mal vor sich hingehen. Super. Ja? Dann gehen wir jetzt schnell in die Werbung. Wie es jetzt gleich weitergeht mit unserem Ofenkürbis und mit unserem Carpaccio. Carpaccio sehen Sie gleich. Bis gleich. So, willkommen zurück von der Pause. Jetzt machen wir direkt weiter. Der Roman holt gerade unsere Kerne aus dem Ofen. So, Roman. Ja, die haben jetzt so eine leichte Bräune bekommen. Weiter, ja. Die haben nämlich schon ein ganz anderes Aroma. Ja, man riecht jetzt auch klasse, ne? Keine Frage. Mal kurz noch die Röststoffe mit der Hitze natürlich ergibt das Ganze, das ist klar. Und ja, kann man auch in der Pfanne machen, ne? Du hast jetzt im Ofen gemacht. Ofen ist immer ein bisschen, ich sage jetzt mal, sicherheitshalber einfacher. Da kann nichts passieren, wenn du den Ofen einstellst. Wenn du sie in der Pfanne lässt und du vergisst sie, drehst die um, dann sind sie auch mal schwarz. Ja. Und das wollen wir auf keinen Fall. Gut, was machen wir als nächstes? Wir machen nächstes so eine Marinade für den Ofenkürbis. Okay. Da haben wir jetzt mal in einem Mixbecher ein bisschen Knoblauch. Mhm. Dann könntest du mir Rosmarin und Thymian, das sind Zitronen-Thymian. Sehr gerne. Zitronen-Thymian, wunderbar. Die Blättchen abzupfen, auch hier mit rein. Mag man, wenn man den reibt. Ja, das sind nur diesen typischen Thymian-Geschmack. Ja, das ist ein ganz, ganz, Sie riechen es wahrscheinlich, so stark ist er. Ein richtig extremen Zitronengeschmack. Ne? Ja, und ist schön, ne? Für sowas super. Gut, okay. Und ich mache noch ein Lorbeerblatt mit dazu. Mhm. Du hast gesagt, frisch aus dem Garten, oder? Ja, also. Das ist doch schön, Garten hinterm Haus. So, wie man sich vorstellt. Wer macht den Garten jetzt? Meine Mutter. Die Mama, gell? Ah, die Isolde, ich habe das früher schon einmal gemacht, viel mit Kräuter. Und jetzt hat sie natürlich ein bisschen mehr Zeit. Jetzt ist das nochmal. Sollen wir die Mama mal grüßen? Können wir machen. Wollte ich sagen.
Grüße an die Säule. Die Chance kommt nicht so oft im Fernsehen. Hast du gut gemacht. Schön. Super. Jetzt haben wir echt Kräuter satt gerade. Also jetzt hört es natürlich so langsam auf in der Jahreszeit. Aber stehst du am Hart und sie macht die Kräuter, das ist doch perfekt. Ja, genau. Super. Ich mache noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Mhm. Okay. So ein bisschen eine Fruchtigkeit nochmal. Dann machen wir ein Olivenöl noch drauf. Oh. Ja, die knistern richtig, die Kerne noch. Die klacksen, das waren die Kerne gerade, oder? Also die sprechen mit, die wollen zum Gericht, die melden die sich jetzt im Moment. Ich mache da jetzt noch keinen Salz-Pfeffer dran. Okay. Ich finde es immer besser, nachher beim Kürbis kein Problem. Das zu machen. Da sieht man es immer besser als jetzt da drin, wie viel man da wirklich dran macht. Ich könnte vielleicht nebenher schon weitermachen mit den Kernen. Jawohl. Die karamellisieren. Was kann ich machen? Ja, du könntest nachher mixen. Okay, mach ich. Ja. Und dann marinieren wir da den Hokkaido-Kürbis damit, breiten ihn auf dem Blech aus und dann kommt er in den Ofen. Ja, super. Ja. Also, let's go. Ich würde hier die Kerne noch karamellisieren und ich mache das immer gerne mit Zucker natürlich. Ich mache es mal so ungefähr, ja. Und ich gebe immer einen Schuss Wasser noch dazu, koche es dann auf und da hat man das schön im Griff so, ja? Ja, macht man gerne mit Wasser. Ja. Also ich mache es auch generell gerne, der Karamell Wasser. Erstens, man muss ihn nicht so hoch, so heiß werden lassen, wenn du kein Wasser drin hast. Genau. Finde ich, wird der auch relativ schnell so hitzig und so dunkel dann. Und mit Wasser kannst du ihn halt ein bisschen ziehen. Genau. Kannst du ein bisschen in den Länge. Sieht schön einfach, wann der jetzt so weit ist. Ja. Also ich mixe das Ganze mal. Das ist so langsam köcheln. Die Kerne haben wir und ich gebe noch ein bisschen Salz zu den Kernen dazu. Und so ein bisschen, ich sag mal, so eine Messerspitze noch Chili. Wird auch ein bisschen interessanter. Ich drehe mal hier ein bisschen auf. Wie fein magst du das? Darf das ein bisschen grob sein? Oder ja, das kann so pastemäßig sein. Das darf schon ein bisschen pastemäßig sein, oder? Ich glaube, das ist jetzt fast ein bisschen wenig für unseren Kürbis. Ich nehme noch mal ein bisschen was raus. Dann strecken wir es noch ein bisschen in die Länge, oder? Ja. Ich will ein bisschen euch alles machen. Hm? So. Die Menge, ja, oder? Die Menge, das ist gut. Okay. Dann können wir das gut durchmarinieren. Mhm. Ich bin mal gespannt, riecht gut. Das war lecker. Hier, das muss ein bisschen aufkochen. Vorne. Ja, ist doch super. Schaut schön aus. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Hast du gut gemacht. Riecht fantastisch. Aufs Blech, oder? Ja, genau. Kannst du aufs Blech. Dann machen wir ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Ah, ja, sieht doch schön aus. Schaut schön aus, ja. Ja. Schöne Farbe. Ja. Ich habe jetzt den Ofen vorher schon auf 200 Grad vorgeheizt. Da kam ruhig richtig Hitze dran. Und dann, ich sage jetzt auch mal 10, 15 Minuten, dann ist er eigentlich weich. Das kann man dann schön mit dem Messer mal machen. Mal dann normales Salz? Ja, du kannst normales Salz. Achtung, ne? Oh, Zucker, Vorsicht bitte. Gut, okay. Genau. Ab in den Ofen das Ganze. Ofen. Ja, kannst du mal so 10 Minuten einstellen, dann gucken wir mal danach. 200, okay, genau. Super. Also. Ja, hier köchelt es langsam, da kann man 10 Minuten kriegen wir hin, gut. Das köchelt schön. Eigentlich kann man jetzt auch schon die Kerne dazu machen, weil dann sind die schön von dieser Wasserzuckermasse umgeben. Und wir haben da jetzt ein bisschen Salz und Chili dazu gemacht. Das gibt einmal noch, ich finde immer so Karamell-Salz, klassische Kombi ist immer super. Und dann noch so ein bisschen Chili. Gucken wir jetzt, ist das richtig schön benetzt von dieser Wasserzuckermasse. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Haben wir vielleicht einen Kochlöffel oder was? Ja, mach. Einmal, bitteschön, gerne. Und dann gießen wir es einfach hier nachher auf den Backpapier. Mhm. Zum Auskühlen lassen, dann, oder? Machst du vielleicht hier drüben, genau. Zum Auskühlen lassen und nachher geben wir es wie so richtig schöne Chips. Dass es kein Bad gibt, würde man sagen. Kein Bad. Im Allgäu würde man Bad sagen. Also, er gibt es dann praktisch auf das Backpapier, tut es ein bisschen verteilen. Erstens mal, dass die Hitze rausgeht und dass es einfach verteilt ist. Genau. Und dann, weil wenn man es am Stück ist, kühlt runter. Dann hast du noch einen, also genau. Man sieht es nachher, das ist wie nachher so ein Chip. Genau, und, es wird einfach, genau, wird einfach fest. Dann schön dann immer das Gericht brechen. Super, wunderbar. Genau. Wunderbar, also es bleibt spannend. Wie es weitergeht, sehen wir direkt nach der Pause. Dann werden wir final unser vegetarisches Zweierlei vom Kürbis anrichten mit dem Roman Pfaff aus Altheim, aus dem Löwen. Bis gleich. Super.
So, welcome zurück. Roman Pfaff, Altheim Löwen. Wir sind dran an unserem Zweierlei vom Kürbis. Jo. Wie geht's weiter? Ich würde noch schnell ein Dressing machen. Wir haben so ein kleines Salatbouquet. Okay. Wir haben da schöne, so einen Zupfsalat, der hat verschiedene Blätter und das ist immer, ich finde eigentlich ganz schön, weil der hat an sich schon echt Geschmack. Wir haben da so Senfblätter, Spinat, Rucola. Das ist so ein bisschen wildkräutertechnisch, ja, genau. So ganz leicht wildkräutertechnisch in die Richtung. Von mir aus Horgenzell, die sind echt. Kommt vom See, oder? Mhm. Super. Ja, ja, hat an sich schon Geschmack. Sieht man hier auch schön. Ja. Also toll, tolle Sache. Wunderbar, gut. Dazu machen wir so ein leicht cremiges Dressing. Ich habe da jetzt ein bisschen Schmand, ein bisschen Ahornsirup. Mhm. Ich nehme den immer gern als Zuckerersatz, weil er an sich auch schon ein bisschen eigenen Geschmack hat. Mhm. So eine leichte Karamellnote vielleicht noch. Mhm. Dazu löst sich jetzt halt auch schnell auf, der Ahornsirup, weil keine Kristalle drin sind, weil es praktisch flüssiger Zucker ist. Genau. Also verwendest du das gern. Dann Säure mit dazu. Genau, ein bisschen Weißweinessig haben wir hier. Mhm. Ich habe schon ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dran. Mhm. Wird jetzt auch Creme Fraiche gehen. Schmand hat ein bisschen weniger Fett. Creme Fraiche hat ein bisschen mehr Fettanteil. In der Summe ist es eigentlich dasselbe, liebe Zuschauer. So bleibt es echt frisch. Ja, schaut schön aus. Dann lassen wir ein bisschen Öl. Willst du mir vielleicht ein bisschen Öl reinlaufen lassen? So ganz leicht, dass es ein bisschen emulsiert. Genau. Ja, da sieht man so, das bindet jetzt gleich so ein bisschen ab. Ja, wenn man das schön einrührt, bindet das auch relativ schnell. Da braucht man auch kein Eigelb dazu, wie man es früher gemacht hat. Was man gesagt hat, es bindet nur mit Ei und Öl. Aber Öl bindet auch so, wenn man es einfach schön einrührt. Ja, das ist echt ein ziemlich dickflüssiges Dressing, aber ich mag es eigentlich gern, weil der Salat hat auch immer noch ein bisschen Feuchtigkeit dran. Der wird nicht zu flüssig und es bleibt schön benetzt. Blatt. Das ist einfach das ganze Zusammenhalt. Wunderbar. Guter Tipp. Super. So, was haben wir jetzt? Die Kerne haben wir vorhin noch abgegossen. Mhm. Mhm. Ja, die haben jetzt. Die sind jetzt natürlich hart, sind fest, genau. Ne? Ja. Okay. Müssen wir vielleicht ein bisschen hacken wir die jetzt noch her, oder? Ich würde es einfach noch so ein bisschen drüber brechen. Einfach nur drüber brechen, oder? Ja, genau. Okay. Und was wir noch auf dem Teller machen, ist so ein bisschen Alpkäse. Mhm. Das ist so eine Art Bergkäse. Hier bei mir aus der Region, aus Herdwang ist er. Mhm. Von so einem Demeterhof. Ja, die machen schöne Käse, 100% ihre eigene Milch. Die haben nur quasi die Kühe für ihre eigene Milch. Aber auch so würzig wie ein Bergkäse, ja, oder? Ja. Gut, gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen Schmackes oben drauf. Ne? Ja. Könnte man jetzt auch mit Parmesan machen, oder? Wenn man es italienisch anhauen würde, aber regional, wird, aber regional muss kein Parmesan sein. Ne? Das können wir auch genauso so gut. Okay. Ich hole noch einen Sprachsteller, dann können wir da so ein paar Späne runter. Von dem runterschälen, oder? Genau, ja. Was kannst du machen? Ziehst du das so runter mit dem Sprachsteller? Ja. Genau. Ah, okay. Ja. Ja, dann können wir da schön was anrichten. Ich gucke es nochmal nach dem Kürbis. Ja, das geht mit dem Sparschäler eigentlich ganz gut. Ihr kennt das so mit dem Trüffelhobel halt, machen wir sowas. Ja, das reicht. Könnten wir jetzt aber auch, wenn wir ein Ding machen mit einem Haushaltshobel, wenn man eine ganz feine Scheibe drin hat. Aber das reicht schon fast zum Anrichten nachher, oder? Gut zu unserem Kürbis. Du hast einen Wein mitgebracht. Mhm. Vom Weingut Kress. Den machen wir jetzt gleich mal auf, da schauen wir gleich mal rein. Das ist ein Cuvée aus Müller-Thurgau und Burgunder, weißen Burgunder. Cuvée aus Müller-Thurgau und weißen Burgunder. Mhm. Okay. Ich denke, es passt ganz gut. Der Müller-Thurgau hat so ein bisschen Frische, der Burgunder ist auch so ein bisschen kräftig. Weißer Burgunder ist generell ein guter Allrounder. Ne? Ja. Sehr rund kann man für alles eigentlich verwenden. Und das kombiniert, den probieren wir jetzt gleich mal. Ja, würde ich auch sagen. So, und das Ganze mal auf. Hey, der passt gut zu vielen Sachen, das ist echt ein schöner Wein. So. Ich bin mal gespannt. Müssen wir probieren, oder? Unbedingt. Zum Wohl. Zum Wohl. Riecht sehr gut. Eine leichte Holundernote mit drin, oder? So weißer Holunder beim ersten Mal reinriechen. Ja, ist schön, aber. Lecker. Das kann was. Sehr gut. Gut. Stimmt. Jo, dann könnte man schon ganz langsam in die Richtung anrichten gehen. Ich gucke jetzt vielleicht nochmal schnell nach dem Kürbis, ob der. Den holen wir raus, ja. Komm, ich hol den, oder? Willst du ihn? Ja, kann ich machen. Der ist dann leicht. Ho, 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 ho. Ah ja, da steht.
Das heißt, wir haben praktisch kombiniert, kalt-warm, oder? Ja, genau. Und der ist jetzt gut. Natürlich sehr spannend. So Vorspeisen kalt-warm kombiniert, finde ich generell gut. Stehe ich total drauf. Finde ich auch beim Dessert sehr schön. Wenn man warmen mit kaltem kombiniert, ist einfach vom Mundgefühl nochmal ein anderes Kino. Ne? Und da sieht man jetzt, ich gucke die Schale, wenn ich da ganz leicht durch, die ist super weich. Also das kann man echt gut mitessen. Ja? Nee, schaut toll aus mit der Marinade, wie der so ein bisschen fast schon so ein bisschen eine Kruste jetzt bekommen hat. Also das Dressing auch vorher, wie man es gesehen hat, zack, zack, ein bisschen Tomatenmark. Ja. Ganz easy, ganz schnell. Einmal mixen, ein bisschen marinieren, Ofen schieben. So einfach kann Kochen sein, so einfach kann wertvoll Kochen sein. Und das ist ja das, was wir hier auch irgendwo unbedingt zeigen wollen. Gut, super. Also Attacke, dann greifen wir mal an und richten an. Jo. Ja, da können wir einfach so einen Halbkreis oder so machen. Ne? Es schaut aus wie eine Mango. Das schaut echt cool aus. Stimmt. Ja, schaut echt aus wie eine Mango. Wenn mir jetzt einer fragt, was ist so eine Mango? Mango Carpaccio. Ja, gut, durch das, dass der natürlich so dünn gehobelt ist, mit dem Essig ein bisschen mariniert ist, schon eine Weile, kommt es mit Sicherheit sehr, sehr gut. Jetzt machen wir da ein paar Tropfen Olivenöl drauf, ja, oder? Ja, genau. Okay. Dann ein bisschen Meersalz, hast du gesagt. Ja. Da können wir auch das Maldon gerne nehmen, oder? Ja, das ist gut. Ich hole jetzt noch eine Schüssel für den Salat. So, dann machen wir ein bisschen Maldon drauf. Das bleibt dann auch ganz stehen, das sieht man dann auch. Und hat einfach auch den Vorteil, dass es salzig ist. Und der nächste Vorteil ist, dass es auch ein bisschen crispy ist. Das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn man da noch ein bisschen drauf bleibt. Und nachher geht's weg. Genau, es knackt ein bisschen und dann geht's weg. Und darum arbeite ich sehr gerne mit sowas. Als nächstes mal hier den Salat ein bisschen mit unserem Dressing. Ja. Oh, das ist vorher ratzfatz. Ne? Ja. Ja, aber das ist toll. Das sind tolle Sachen zum Nachkochen, wenn es vor allem schnell geht. Schnelle Lösungen, tolle Sachen, wo gut schmecken. Und guck, jetzt ist einfach der Salat auch echt schön benetzt. Das dann auch es haftet einfach gut, wie du gesagt hast schon. Da machen wir jetzt ein schönes Bouquet hier so hin. Ja, da haben wir das. Toll, 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 toll. Löffel, gib ich dir. Gibt es das in einem Restaurant, die Vorspeise im Moment? Ja, gibt es gerade im Moment. So. Ah, gibt es im Restaurant. Ja, genau. Willst du, oder? Den Löffel? Nein, mach du, dein Gericht. Machen wir noch ein bisschen von dem Ofenkürbis drumherum. So. Den können wir von unseren Späne noch drauf. Jawohl. Und guck, die sind jetzt schön knackig, gell? Die sind richtig angezogen. Ich gebe einfach noch mal so ein bisschen was Krosses. Die breche ich einfach so drüber. Mach noch. Die kann auch richtig ein bisschen chaotisch sein. Sehr schöne Vorspeise. Also, liebe Zuschauer, ich finde es echt faszinierend toll. Das ist Steinweißen. Warte, ich hole meinen schnell. Herzlichen Dank, dass du da warst, Roman. Ja. Ganz, ganz toll gekocht. Großes Kino und meine Meinung, wie gesagt, da spricht da nichts dagegen, wenn jetzt da ein Stück Fleisch, ein Stück Jakobsmuschel, braucht es aber gar nicht. Das hat so viel eigen Spirit und einfach toll gekocht. Ja. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn mein Kollege Ralf für euch kocht und schaltet ein. Ich freue mich. Zum Wohl. Sehr zum Wohl. Schön, dass du da warst. So, liebe Zuschauer, wir freuen uns, mit Ihnen zusammen das nächste Mal Bodenseefische zu machen, zu kochen, zu dämpfen. Dazu gibt es Ofengemüse und Rollgerstenrisotto. Es wird eine leckere Sache. Wir freuen uns darauf. Bis dahin, bleiben Sie mir regional, Ihr Ralf Hörger.